nach oben vor. Gut, und jetzt ich muss da hoch irgendwo. Da lang. Nee, wo lang? Da lang. Oder? Ich schätze einfach mal. Nee. Da bin ich hergekommen. Ich muss da rüber, dann da hoch. Nee. Ah, ich weiß wo lang. Ich muss jetzt hier hinterlaufen, dann da hoch. Und warum schießt ihr in die Richtung, wenn hinter euch nach oben Schützen stehen? Ihr habt den Schlüssel! Ah. Bringt ihn zum Baumbad! Also die. Die Computer sind schon mal ein bisschen seltsam. Verbrennt alle drei, wenn ihr hochlaufen. What? Hauen, Hans. Kämpft euch nach oben vor. Bringt Baumbart den Schlüssel. Aua. So, jetzt stört dran. Die können das auch gut werfen. Das ist mir gerade so aufgefallen. Treffen das jedes Mal. Nein! Hallo, mein Freund. Mach was. So. So. Was? Ich will da hoch. Och, komm. Der ganze Weg nochmal laufen. Springen. Also man kann, glaube ich, keinen Fall Schaden nehmen. Nee, man kann immer durch alle durchlaufen, bis auf die hier. Folgt mir jetzt auch noch ein bisschen nach, egal. Ich töte eher dem Vorübergehen. Nee, Punkt. Ah, hinter mir kommt gleich einer, glaube ich. Jawohl! Hat mich erwischt. Jetzt flieg runter. Den Schlüssel. Bringt ihn zum Baumbad. Also, ja, man hört ja die ganze Zeit, dass ich den Schlüssel zum Baumbad bringen soll. Baumbad. Ich bin stark wie Schlüssel. Die und je. Also, ich muss jetzt so ein End Seid übernehmen. Stand und E. Okay. Kann die irgendwas Cooles? Darf keine Bäume mehr fällen. Ich muss die Wachtürme zerstören. Einen schlafenden End und führt ihn. Lass mich hier durch. Die Schlacht. Ja, Baum. Wir heißen euch willkommen. Der Marsch der Ents hat begonnen. Ah, ich kann Leute packen, das ist cool. Orks in den Türmen schießen mit Pfeilen auf uns. Werfen wir sie um. Also, ich muss die Türme packen. Die Musik ist wirklich hammergeil. Die Wachtürme zu zerstören. Nimm einen auf. Ein Turm. Aha. Kann er sich heilen irgendwie? Kann sich irgendwie heilen? Ah, der Taste. Werf die Holztürme um. Jawohl. Jetzt muss ich das erobern. Und die Ents sind hammerstark. Das ist aber geil.
Scheunen. Bams. Was? Nein! Was hat der gemacht? Ah, das ist diese... Auf Enz und auf Trolle und so kann man hinten immer draufklettern und die dann so... so hauen, sozusagen. Das macht den Notar viel Schaden. Getroffen. Damit Saruman nicht entkommt. Und jetzt hier die Stellung halt. Dreh dich doch um. Ah. Laufen. Hauen. Ja, ich ist mir gerade aufgefallen, dass ich überhaupt nicht mehr sage. Das ist irgendwie ein bisschen schlecht. Ja. Ich weiß nicht, gerade was ich sagen soll, oder schlagen, laufen oder sowas. Und wir haben gerade die Türme gesiegt und jetzt muss ich Saruman töten. Und ich weiß nicht mit wem, es kann sein. Es wäre gut, wenn ich Gandalf spielen könnte wie im Film, aber. Ja. Ich lauf mal rein, würde ich sagen. Obwohl, ich glaube, jetzt spielen. Wahrscheinlich jetzt habe ich jetzt Gandalf, ja, aber klar. Jo. Und der geht ordentlich ab. Haha. Diese Bäume sind ein uralter Wahnsinn. Er heilt sich, der Hund. Saruman versteckt sich am Ende der Treppe. Natürlich versteckt er sich da. Nee, ja, aber schon. Bloß sind so hässliche Dinger da. Gut, die Sache ist schon tot. Treppe laufen. Muss man in jedem Spiel Treppe laufen. Haha, ich hab's erstrocken. Geh in den Turm und fälle den Verräter Saruman. Saruman ist Loser. Nein! Idiot. Scheiß, du bist das Letzte, was deine Augen sehen. Und. Finde ich so cool. Treffen ist eine Kunst, mein Freund. Saruman selbst ist ein weit größeres Problem. Saruman ist nichts von dem Problem, ja. Der ist tot. Da, mal wieder volle Profi am Werk hier, würde ich sagen. Wir haben triumphiert. Yo, das war's auch schon wieder, würde ich sagen. Ja, das nächste Mal versuchen wir zu reden. Und jo, bis zum nächsten Mal. Seiner Macht beraubt, musste sich Saruman der geballten Entschlossenheit seiner Gegner ergeben. Und am Ende wurde sein Verrat gerecht. Baumbart ist der neue Herr von Orthanc. Und die Gruben Isengards wurden von Sarumans Horden gereinigt. Doch die Macht des dunklen Herrschers ist nicht gebrochen. Denn Saruman war kaum mehr als ein Bauer, benutzt, um Gondors Grenzen zu schwächen. In Mordor marschieren Saurons Armeen auf, denn dieser Krieg hat gerade erst begonnen.